Zumba erobert die Tanzstudios. Doch was ist Zumba eigentlich? Das Wort kommt aus dem Spanischen und heißt übersetzt so viel wie Bewegung und Spaß haben. Der Tanz setzt sich unter anderem zusammen aus Hip-Hop, Merengue und Salsa-Elementen. Im Unterschied zu anderen Tanzsportarten zählt man beim Zumba keine Takte, sondern passt die eigenen Bewegungen dem Rhythmus der Musik an. Der Tanzlehrer spricht nicht, sondern unterrichtet mit Handzeichen. Er gibt die Richtung, die Anzahl der Schritte und die Schnelligkeit an. Zumba ist Spaß. Zumba ist anders als jetzt zum Beispiel Aerobic. Beim Aerobic geht man in ein Fitnessstudio, um sich auszupowern, Muskelaufbau zu machen. Beim Zumba geht es vor allen Dingen um den Spaß in der Gruppe, um das Tanzen. Und der Muskelaufbau, der eigentliche Fitnessfaktor, passiert eigentlich sehr unbemerkt. Zumba entstand in den 90er Jahren. Der kolumbianische Tanzlehrer Alberto Beto Perez hatte die Musik für seinen Aerobic-Kurs vergessen. Er improvisierte mit Merengue und Salsa-Musik. Zumba war geboren. Beim Zumba ist es so, dass die Musik an sich der Trainer selber auswählen darf. Es gibt gewisse Grundregeln, wie man eine Zumba-Choreografie erstellt. Das heißt, es sollen gewisse Zumba-Core-Steps, also gewisse Grundelemente eines Tanzes drin sein, sodass man auch den Tanz erkennt, dass man als Schüler weiß, ich tanze gerade eine Salsa oder ein Merengue. Victor improvisiert also nicht, sondern bereitet immer wieder neue Choreografien vor. Die Höhepunkte einer Zumba-Stunde sind für mich persönlich gewisse Lieder, die besonders viel Spaß machen. Gerade wenn die Gruppe, wenn man merkt, dass die Gruppe auf bestimmte Lieder total abfährt, noch mehr Spaß hat als an anderen. Wenn diese Lieder kommen und wenn die ersten Takte der Musik anfangen, die ganze Gruppe schon vor Freude praktisch ausflippt, das sind für mich eigentlich so persönlich die Höhepunkte jeder Zumba-Stunde.